Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Vielen Dank. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 15. Wir nehmen auf am 17.06.2020. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute die Susanna. Ich grüße dich. Hallo, vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich heute dabei sein darf. Ja, ich freue mich auch sehr und es wäre nicht möglich, dass wir heute miteinander sprechen, wenn die Alice uns hier nicht zusammengebracht hätte, die schon vor einigen Wochen hier mal zu Gast war. Denn, wenn ich das richtig im Kopf habe, seid ihr Arbeitskolleginnen. Das ist korrekt, ja. Stimmt, Alice hat uns zusammengebracht. Auch hier nochmal vielen Dank an Alice, falls sie sich die Folge dann auch nochmal anhört. Ja, das kam eigentlich dazu, dass wir letztens arbeitsmäßig ein Meeting hatten. Und bevor das Meeting losging, waren nur wir zwei drin in dem Videocall und hatten dann so ein bisschen Smalltalk über Tennis geführt. Und darauf ist sie dann gekommen, dass ich auch Tennis spiele. Genau, und dann hat sie mich an dich verwiesen. Wusste sie denn vorher schon, dass du Tennis spielst oder ist ihr dann im Verlauf des Gesprächs klar geworden, Moment mal, die könnte ja irgendwie Potenzial haben für diesen Podcast? Also ich glaube, sie wusste, dass ich auch irgendwie Tennis spiele, aber wusste jetzt nicht genau, wie gut, welches Niveau und wie lange ich schon spiele und ob ich überhaupt im Verein spiele, genau. Und dann war es ganz witzig, hat sie mir dann geschrieben, dass sie mich ein bisschen gestalkt hat und hat dann gesagt, ach, du spielst ja auch im Verein und genau. So ja, kam es dann. Ja, also dieses auch irgendwie Tennis. Alle Leute, die jetzt die den Sendungstitel schon sehen und deine LK sehen, die werden das vielleicht nicht unbedingt jetzt auch irgendwie abtun. Deswegen würde ich mal sagen, ich muss mal also das fragen, was ich jeden hier zum Anfang fragen muss. In welchem Verein spielst du? In welcher Altersklasse und in welcher Leistungsklasse befindest du dich denn gerade aktuell? Also ich spiele seit dieser Sommersaison jetzt beim STK Garching. In der Nähe von München ist das. Ich habe die Leistungsklasse 4. Und spielt dort in der Damen 1. Ja, und damit bist du tatsächlich die bisher hier zu Gast ist, die leistungsstärkste Leistungsklasse hat. Ach, das freut mich. Und ja, aber da ich ja LK4 bin und es bis LK1 hochgeht, werden da bestimmt noch ein paar andere kommen, die mich dann überholen werden. Ganz genau. Aber wir gucken erstmal, wie das hier bei dir jetzt abläuft. Ich meine, es geht ja nicht nur um die Leistung, die hier vollbracht wird, sondern es geht ja auch ein bisschen auch um die Vereine, die ich hier auch so ein bisschen abklappern möchte. Und ich habe mir jetzt einfach mal vorgenommen, dass, ja, ich habe schon gesehen, du warst schon bei recht vielen Vereinen. Ich hoffe, es ist trotzdem okay, wenn wir erstmal über den STK Garching reden. Oder bist du da noch nicht ganz auskunftsfähig? Doch, können wir gerne mal machen. Vielleicht habe ich hier und da ein paar Lücken, aber können wir gerne drüber sprechen. Ja, die erste Lücke tut sich nicht bei mir schon auf, denn mir fällt auf, dass irgendwie in der Umgebung von München anscheinend die Websites von den Vereinen recht schlecht sind, weil ich war auf eurer Website und fand die gar nicht so gut. Ich weiß nicht, warst du mal bei euch auf der Website? In der Tat in letzter Zeit schon ein paar Mal wegen der Platzbuchung für die Außenplätze. Da haben wir nämlich jetzt ein Online-Tool, wo wir die Freiplätze, also Hallenplätze konnte man eh schon über das Online-Tool buchen, aber jetzt auch die Freiplätze und das war im Zuge von Corona, damit man genau nachvollziehen kann, wer wann wie auf der Anlage war oder ist. Hätte man das auch so schon bei euch eingeführt? Also ich glaube, wie gesagt, ich bin neu, also ich glaube im letzten Jahr gab es noch die klassische, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, gab es noch diese klassische Wand, wo man so sein Schildchen einhängen konnte zur Platzbuchung und man auf die Anlage kam und zum Beispiel nicht wusste, ist ein Platz frei oder nicht im Sommer. Aber ich denke, dadurch, dass man die Hallenbuchung schon online machen konnte, war bestimmt der Weg dann nicht weit, auch für die Freiplätze die Online-Buchung zu machen. Ja, das ist ganz spannend. Also je nachdem, mit wem du hier redest, das ist wirklich teilweise echt getrennt, dass Leute in gewissen Vereinen wirklich nur die Online-Buchung haben für die Hallenplätze und sonst halt nicht und wieder so ein klassisches System und manchmal halt auch irgendwie beides komplett oder beides auch gar nicht. Also ich bin immer wieder fasziniert, wie unterschiedlich das in verschiedenen Vereinen läuft. Aber gut, dann ist das bei euch jetzt auch so, dass ihr euch auch draußen da irgendwie einbuchen könnt. Und würde ich vielleicht mal fragen, für wie viele Plätze müsst ihr euch denn da einbuchen? Also wie viele habt ihr denn bei euch zur Verfügung? Insgesamt gibt es 13 Plätze. Und genau, jetzt, 13 Außenplätze. Das ist natürlich eine ganze Menge. Sind die denn auch tatsächlich gut ausgelastet? Also es kommt immer darauf an, um welche Uhrzeit man natürlich da ist. Also zu den Primetimes ist es echt auch immer ganz gut belegt. Aber ich habe auch schon mal sonntags um 9 gespielt. Da habe ich jetzt noch nicht so viele Leute gesehen, die natürlich dann lieber frühstücken morgens oder länger ausschlafen am Wochenende.
Genau, aber ansonsten doch ist eigentlich immer ganz gut was los auf der Anlage. Und wie viele Hallenplätze habt ihr? Hallenplätze sind es 4 Stück, aufgeteilt auf 2 Hallen. Und die Hallen, sind die bei euch direkt in der Nähe oder wo muss ich mir das vorstellen? Also die sind genau, es ist alles auf einer Anlage. Also die Hallenplätze ist alles zusammen verbunden, was ganz praktisch ist. Also 13 Plätze im Sommer, 4 dann quasi im Winter reichen. Hast du im Winter schon gespielt? Also kannst du sagen, ob diese 4 Plätze ausreichen oder ist das quasi ja vor deiner Zeit gewesen? Das war, also ich durfte im Winter schon netterweise auch schon mal mittrainieren beim Damentraining, obwohl ich da noch nicht für die Mannschaft gespielt habe. Von daher war ich dann zu festen Trainingszeiten da vor Ort. Da lässt es für mich jetzt, also kann ich es jetzt schwer einschätzen. Wie oft durftest du mittrainieren? Also war das 1-2 Mal die Woche oder sogar häufiger auf deinem Niveau, was du hast? Also es war einmal Training die Woche, Damentraining, also unter der Woche. Und dann am Wochenende gab es noch, war auch noch mal 2 Stunden, 2 Plätze standen zur Verfügung zum freien Spiel. Da konnte man dann spielen. Was ganz cool war, da konnte man sich dann zum Matchtraining verabreden. Ja, das ist ja nicht zu unterschätzen, dass man das auch mal ab und an übt. Ja, genau. Weißt du denn, wie viele Mitglieder ihr bei euch habt? Da bin ich leider überfragt, muss ich auch zugeben. Dann, dann sage ich, ich habe herausgefunden, es sind circa 400, also auch ein, ja, wie ich finde, einigermaßen großer Verein. Wobei, ich muss jetzt mal auch mal, das hätte ich vielleicht zum Anfang fragen sollen, wofür steht eigentlich das STK bei Garching in dem Vereinsnamen? Ski- und Tennisclub. Also könntest du auch dort Ski fahren, wenn du wollen würdest? Genau, also ich müsste dann, es gibt dann auch eine Abteilung für Ski, da müsste ich dann extra eintreten in die Skisparte. Man kann aber beides machen. Ich habe mich jetzt aber nur für die Tennissparte angemeldet. Hast du denn da schon Leute getroffen, die beides machen bei euch im Verein? Das weiß ich gar nicht, ob manche beides machen. Ja, bestimmt, aber ich weiß es gar nicht genau. Müsste ich mal nachfragen. Weil Skisport ist ja für mich eine Sache, die existiert quasi gar nicht. A, weil ich es noch nie gemacht habe und B, weil ich halt auch immer bisher in Deutschland nur, sagen wir mal, im nördlicheren Teil irgendwie Sport betrieben habe. Das ist ja gar nicht so existent und deswegen ganz spannend, dass dann diese Kombination ja Ski und Tennis, weißt du, ob die irgendwie typisch ist? Also gibt es noch mehr Sportvereine in deiner Gegend oder in Bayern, die irgendwie das beides zusammen vereinen? Ich kann es mir vorstellen. Also ich komme ja auch nicht aus Bayern, sondern auch selber aus Niedersachsen. Von daher sind für mich solche Skivereine auch nicht so typisch und geläufig. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dadurch, dass ja München in der Nähe der Berge ist, dass viele Vereine auch mehrere Sportarten und dann unter anderem auch Ski mit in als Sparte mit drin haben. Was ich ja auch anbieten würde durch die Lage. Genau, aber ich quäle dich mal nicht weiter mit dem Verein, ehe du mir hier noch mehr dir Sachen irgendwie ausdenken musst. Nee, wobei eine Sache muss ich doch noch fragen, ja, tatsächlich, gerne. Die mich dann sehr interessiert, die du auch hoffentlich beantworten kannst. Ihr habt doch schon auch eine Gastronomie bei euch, oder? Es gibt auch eine Gastronomie, ja. Und konntest du die schon austesten? Die konnte ich schon austesten, auch vor der Corona-Zeit schon. Und ich muss sagen, da gibt es sehr leckere Pizza. Die kann ich sehr empfehlen. Ist es also ein Italiener? Ja, es gibt italienisches Essen, Nudeln, Salate, Tennis, also alles, was das Tennissportherz begehrt eigentlich. Genau. Super, okay, dann merke ich mir, wenn ich bei euch vorbeischaue, dann probiere ich mal Skifahren aus und danach gönne ich mir eine Pizza. Genau. Ja, super, dann würde ich sagen, machen wir das, was mich eigentlich hier von vornherein am meisten interessiert hat. Wir gehen in den Karrieremodus und ich muss dich jetzt mal also die Fragen stellen, die sich quasi hier bei mir aufgetürmt haben, weil ich ganz viel natürlich auch bei dir dann jetzt gegoogelt habe und mal gestalkt habe, um zu gucken, okay, was kann eigentlich alles mir Susanne erzählen? Oh je. Und ja, das klingt jetzt so hochtrabend. Nein, man ist schon so ein bisschen nervös, wenn hier so eine LK4 ist, die man bisher noch nicht hatte. Das ist so ein Terrain, von dem ich keine Ahnung habe, weil das so weit weg von mir ist, aber ich mache trotzdem mal alles so wie immer. Und alles so wie immer heißt, ich frage dich erstmal, warum hast du mit dem Tennissport überhaupt angefangen und wie alt warst du? Ich war 5 Jahre alt, wenn ich mich richtig erinnere. Und zum Tennissport bin ich über meine Mutter gekommen. Die hat relativ spät mit dem Tennis angefangen, hat sich aber dann, hat viel gespielt und sich hochtrainiert und war, wenn ich es richtig erzähle, sie war kein Steffi Graf-Fan, sondern Chris Evert fand sie immer ganz toll. Und meine Schwester und ich waren damals 5 und 7 Jahre alt und
weil meine Mutter dann Tennistraining hatte, hat sie uns dann mitgenommen und uns in den Sandkasten gesetzt bei uns im Heimatverein bei der Tennisanlage. Und irgendwann hatten wir keine Lust mehr, mit dem Sandkasten zu spielen und mit den Schaufeln, sondern haben dann selber mal ausprobiert, den Schläger zu benutzen, um ein paar Bälle zu schlagen. Genau, und dann hat es ganz gut geklappt bei meiner Schwester und mir. Und dann sind wir zu unserem ersten Tennistraining gekommen. Spielt deine Schwester auch noch Tennis? Meine Schwester spielt auch noch Tennis, ja. Okay, da gehe ich vielleicht noch gleich nochmal drauf ein. Aber wie heißt denn dein Heimatverein, bei dem du dann angefangen hast? Mein Heimatverein heißt der TSV Schönewörde. Wie gesagt, ich komme aus Niedersachsen. Das ist so Region Braunschweig-Wolfsburg. Genau, das ist ein Mini-Verein in einem kleinen Dorf. Damals waren es nur 2 Plätze. Mittlerweile sind es 3 Plätze. Und Sandplätze sind es, sie haben aber keinen roten Sand, sondern diesen grauen, grau-grünen Sand. Den haben sie bis heute noch. Boah, ich glaube, sowas habe ich auch nie in meinem Leben gesehen, aufgrund meiner mangelnden Tenniserfahrung. Spielt er sich anders, weißt du das? Also, oder warum hat man den in der Farbe? Also ich finde nicht, dass er sich anders spielt. Man hat nur halt nicht irgendwie die ganzen Sachen rot oder die Socken sind dann nicht rot. Also es ist immer dann alles sauber gewesen, was irgendwie ganz praktisch war. Na gut, aus dem Grund habe ich rote Tennisschuhe und auch ein rotes Fahrrad, mit dem ich nach dem Tennis immer zurückfahre, damit das alles nicht zu schlimm abfärben Sehr kann. Sehr praktisch. Aber da du weißt, dass da inzwischen, du meintest, inzwischen gibt es da auch sogar 3 Plätze, hast du tatsächlich den Verein irgendwie noch ein bisschen im Blick oder spielt deine Mutter tatsächlich noch dort? Meine Mutter spielt keine aktiven Punktspiele mehr, aber sie gibt in dem Verein ab und zu noch Kindertraining. Genau, und deshalb, und wenn ich dann auch mal zu Besuch zu Hause bin, dann nehme ich auch mal meinen Tennisschläger mit und spiele dann mit meiner Mama auch ein paar Bälle. Also das mache ich immer noch gerne. Und kennt man dich da noch? Also weiß man hier, das ist ja die Tochter von XY, die inzwischen in München spielt beim STK Garching und da sogar recht erfolgreich dabei ist. Oder bist du da, dann weiß ich nicht so auffällig, wie ich mir das jetzt einfach mal vorstellen würde? Doch. Also dadurch, dass es ein kleines Dorf ist, so ein kleiner Verein, kennen mich die Leute auch noch. Ich habe da auch während meiner Schulzeit, als ich so 16, 17, 18 Jahre alt war, habe ich da auch Tennistraining gegeben. Also die Leute kennen mich schon noch und ja, wenn man sich dann mal sieht, dann hält man auch einen netten Plausch. Und erzählt, was so in den letzten Jahren beim Tennis passiert ist. Ja, genau. Obwohl ich glaube, meine Mama gibt denen immer regelmäßig Updates. Super. Dann hast du quasi da angefangen und du bist tatsächlich, glaube ich, die Erste, die hier zu Gast ist, die ein, ja, ich hoffe, ich sage jetzt nicht zu viel, aber die ein Kind der 90er Jahre ist. Also du bist in den 90ern geboren, das habe ich bisher hier noch nicht gehabt. Ja. Und das lag bisher ganz, ganz oft daran, dass ich glaube, die Leute, die in dem Alter sind, aktuell eine Pause machen, weil ganz viele Leute machen irgendwann mal eine Pause beim Tennis. Ich unterstelle einfach mal, bei dir gab es keine Pause bisher in deinem Leben. Du hast eigentlich durchgängig Tennis gespielt. Das ist korrekt, genau. Ich bin Jahrgang 1991 und wie gesagt, ich habe mit 5 Jahren angefangen und spiele bis heute Tennis ohne Pause. Und jetzt vermute ich einfach mal, dass dann in Schönewörde hast du, glaube ich, den Ort genannt genau. Oder den Verein, der wird ja irgendwann nicht mehr gereicht haben und man hat vielleicht mal irgendwann gemerkt, okay, die kleine Susanna kann einigermaßen Tennis spielen, hat ein bisschen Talent. Wie hat sich das denn bei dir entwickelt, dass du vielleicht auch noch, ja, dann irgendwann mal, ich vermute fast woanders hingegangen bist? Genau, das war damals so. Ich habe dann mit Vereinstraining natürlich, als ich so klein war, angefangen. Später war ich dann im Kreistraining, hieß es damals. Und dann so mit, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, ich war so 10 oder 11 Jahre alt, wurde ich in den Bezirkskader Braunschweig aufgenommen. Und da waren natürlich mehrere in meinem Alter, Jungen und Mädchen. Und da bei uns in der Region, musst du wissen, damals gab es so 3 große Vereine. Und ich habe mich dann, oder meine Eltern besser gesagt, ich weiß nicht, wie viel ich da mitgesprochen habe, weil es mir eigentlich relativ egal war, haben wir uns dann entschieden, dass ich dann zum TC Grün-Weiß-Gifhorn wechsle. Und ich glaube, da war ich damals so 12 Jahre alt. Und dort habe ich dann angefangen, in den Jugendmannschaften zu spielen und dann auch relativ früh, ich glaube dann mit 13, ich glaube es ist heute immer noch so, dass wenn man 13 ist, Damenpunktspiele mitmachen darf und dann ab ich 13 war, habe ich dann da in den Damenmannschaften mitgespielt. Boah, weißt du, was für eine Liga das war? Also war das die unterste, die zweitunterste oder schon recht hohe, wo du dann irgendwie so jung starten durftest? Also ich glaube, ich habe in der zweiten Damenmannschaft gestartet. Das war, glaube ich, so Verbandsliga.
Und ich glaube, nach 1 oder 2 Jahren hatte ich mich dann, ja, ich glaube, als ich 14 war, hatte ich dann mein Debüt in der ersten Damen und das war dann damals in der Regionalliga dann schon. Boah, du hast tatsächlich damit nochmal mit 14 quasi dein Debüt, 14, 15 dein Debüt in der Regionalliga der Damen dann gehabt. Ja, das war, also es war ganz cool, weil die, also als ich noch nicht in der Damen 1 war, die sind das Jahr aufgestiegen und dann, als ich dann mitspielen durfte, ja, war das in der Regionalliga und das war schon eine coole Erfahrung. Ja, was für ein Typ bist du denn da? Also so, wenn, es gibt ja verschiedene Arten, ich würde auch sagen, von Menschen und auch von Teenagern, ja, die einen, also ich wüsste genau, wie ich damals drauf gewesen wäre, ich wäre ultra nervös gewesen, dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert hier? Oder bist du eher so der Mensch, der dachte, ja, irgendwie machst du einfach, guckst du mal? Oder hast du gesagt, okay, ich hau die hier sowieso alle weg, weil ich bin eigentlich die Beste, die es irgendwie so auf der Welt gibt? Also wie ist denn so das Mindset von dir so damals gewesen, als du dann so quasi auch in diesen, ich würde schon so sagen, in diesen Leistungsbereich so reingerutscht bist? Also ich bin so eine Person, ich mache mir immer einen Schuh im Kopf und bin dann auch nervös. Also das bin ich bis heute noch, wenn ich auf den Platz gehe, bin ich die ersten 3 Spiele, bin ich erstmal super nervös, egal was für ein Spiel das ist. So war es früher auch, aber ich glaube, ich brauche diese Nervosität auch, um mich richtig konzentrieren zu können, also auf das Wesentliche auch, das Tennisspiel in dem Fall. Ja, und damals habe ich das eigentlich, also die Atmosphäre da in dem Verein und auch in der Mannschaft vom Trainer und auch von den anderen, die im Team waren. Ich war damals die Jüngste, da waren auch welche dabei, die schon irgendwie 18 waren oder Anfang 20. Die waren einfach super nett und haben mich respektiert. Ich habe sie respektiert und ich habe mich da super aufgehoben gefühlt. Und ja, obwohl ich nervös war, habe ich diesen Support von der Mannschaft einfach immer gefühlt, auch die Jahre dann danach auch. Und von daher war das immer ganz gut. Aber ich war und bin nie jemand, der irgendwie reingeht in so ein Spiel und sagt, ach, ich bin die Beste, ich schlag die eh. Das war ich noch nie, ich bin echt immer nervös. Wo du den Support gerade angesprochen hast, dass der auch bei dir durchgängig auch da war, dass sie sich dich quasi geachtet haben für deine Leistung, was du drauf hast. Hast du mal bei anderen mitbekommen, dass das quasi nicht so ist? Weil Tennis ist ja schon irgendwie, ja, ein Einzelsport irgendwie und der Teamgedanke, der wird jetzt zwar immer mal wieder auch im Podcast thematisiert, auch gerade bei den Punkt- und Medenspiele, aber hast du auch wirklich mal dieses, sagen wir mal, Gegenteil bei anderen Leuten so mitbekommen oder davon erzählt bekommen, dass die halt nicht so, ja, sagen wir mal, wohl gelitten waren bei ihren, ja, bei ihren Mannschaftskameradinnen, gerade wenn du irgendwie mit, ja, 13, 14, 15 in der Damenmannschaft reinkommst? Direkt, ist, glaube ich, immer schwer. Also es ist ja auch immer das, ich glaube, was immer das Schwierige ist, also wie gesagt, bei uns war das nie so der Fall, aber wenn ich das mal bei anderen Mannschaften mitbekommen habe oder erzählt zu bekommen habe, ist natürlich schwierig, wenn dann so junge Spielerinnen oder ja, jüngere nachkommen, ist dann halt natürlich diese Konkurrenz innerhalb der Mannschaft auch dann hoch. Man hat Angst, seinen Platz zu verlieren oder man will gegen eine Jüngere nicht verlieren. Das habe ich schon mitbekommen. Wie du sagst, Tennis ist ein Einzelsport und ja, am Ende geht es dann doch immer um Konkurrenz, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass das bei uns damals und später war das irgendwie in meinen Mannschaften zum Glück nie so der Fall, dass das da so extrem war. Hast du denn dann in der Zeit auch schon so ein, ich weiß nicht, so ein Highlight parat, was du so erzählen kannst, was so an vielleicht spektakulären Siegen irgendwie auch so passiert ist? Weil ich stelle mir vor, weiß nicht, den ersten Sieg in der Regionalliga, das ist eine Sache, die sich vielleicht unglaublich einprägt oder verwischt sich das dann so mit der Zeit auch, weil man dann noch ganz oft noch andere Tennisspiele ja gewonnen hat? Also gibt es da irgendwie so ein Highlight, was dir sofort so einfällt, wenn ich dich frage hier, sag mal, bis du 18 geworden bist, was da irgendwie für dich besonders heraussticht? Ja, also an meinen ersten Sieg. Ich weiß, dass ich mein erstes Spiel gewonnen habe in der Regionalliga, aber ich kann mich an das Match wirklich nicht mehr so gut erinnern. aber es war schon cool. Also ich habe damals dann an 6 gespielt, also an der letzten Position und es war echt ganz cool. Und dann später, ja, wie es so ist im Tennisleben, wir sind dann als Mannschaft dann auf- und abgestiegen und sind dann zwischendurch auch in die, also sind dann von der Regionalliga in die Nordliga und dann noch eine runter in die Oberliga, heißt es in Niedersachsen, abgestiegen und sind dann aber das Jahr drauf wieder in die Nordliga aufgestiegen. Und das fand ich, das ist eine sehr coole Erinnerung geblieben, also so Aufstiege zu feiern, war super cool, weil das war auch eine Saison, da haben wir jedes Spiel gewonnen, das war echt super. Und dadurch kriegt man auch im Laufe der Saison, wenn du merkst, wir gewinnen wirklich alles, kriegst du halt wirklich dieses Selbstbewusstsein. Und dann gab es am Ende auch so ein Relegationsspiel, also wir waren dann zwar Oberligameister, mussten dann noch in die Relegation, aber dadurch, dass die Saison einfach so gut lief, hatten wir wirklich das Selbstvertrauen, dass wir auch in die Relegation siegessicher reingegangen sind und das Jahr dann auch gewonnen haben. Das war sehr cool.
Genau, und dann, das war in der Winterrunde, aber da haben wir auch dann eine Zeit lang Regionalliga gespielt und da kamen dann die Match-Tie-Breaks wurden dann eingeführt. Und da gab es, glaube ich, eine Saison, ich glaube, da habe ich fast jedes Spiel im Match-Tie-Break gewonnen. Das ist mir auch so in Erinnerung geblieben. Das war auch irgendwie ein cooles Gefühl, weil Match-Tie-Break, ja, das ist so gefühlt eine Glückssache. Man gewinnt es oder man verliert es und wenn man da einmal so einen Lauf hat, dann ist es echt ganz cool. Wie hast du das denn damals gesehen, als das eingeführt wurde? Also hast du gesagt, okay, das kommt mir eher entgegen, weil ich nach zwei Sätzen recht ausgepowert bin oder weil ich auch mich auf den Punkt genau sehr stark konzentrieren kann? Oder war das eher so eine Sache, wo du dachtest, ah, guck mal, wie das überhaupt funktioniert? Also wegen der Ausdauersache, also mein Spielstil ist eh sehr auf Ausdauer ausgelegt. Also ich bin eher eine, die alles zurückbringt, dann auf den Fehler wartet von den Gegnerinnen. Also ich habe nicht so den Winner-Punch, von daher dritter Satz ist für mich eigentlich kein Problem. Was ich dann aber gemerkt habe, als ich dann natürlich dann älter wurde und Schule und Studium dann höhere Priorität hatten und ich dann auch nicht mehr so viel Zeit hatte zu trainieren, so regelmäßig wie früher, war es natürlich auch so, dass wenn ich dann gegen Gegnerinnen gespielt habe, die täglich trainieren, habe ich gemerkt, okay, das wird schwierig. Ich versuche, einen Satz zu gewinnen und kann mich dann sozusagen in den Match-Tie-Break retten, wo es dann, wie gesagt, ja, Glückssache ist. Wenn du einen Doppelfehler machst, dann ist es schon schwierig für die Psyche oder man verschenkt dann einen Punkt. Also von daher fand ich den Match-Tie-Break gar nicht so schlimm. Und was auch noch eine Sache war, dadurch, dass wir so hoch gespielt haben, hatten wir dann auch weite Wege. Also wenn man ja, also wir mussten dann zum Beispiel nach Hamburg oder nach Kiel oder Schleswig-Holstein fahren für Punktspiele. Und das waren dann schon immer 2,5 bis 3 Stunden Autofahrt. Und wenn man dann sonntags irgendwie um Mitternacht nach Hause kommt, ja, freut man sich natürlich, wenn man das Punktspiel dann nicht so lange dauert durch die Match-Tie-Breaks. Also ja. Ja, definitiv verständlich. Also du kannst zumindest dem Match-Tie-Break Vorteile abgewinnen und sagen, okay, man kann damit leben. Ja, also ich weiß, es gibt so extreme Match-Tie-Break-Gegner. Ich finde ihn in Ordnung. Ich habe aber auch nichts dagegen, dritten Satz zu spielen. Also ich bin mit beiden vollkommen okay. Wie ist denn so deine jüngste Match-Tie-Break-Bilanz? Wie geht's dir denn so aktuell, so auch wenn es da irgendwie jetzt reingehen würde? Also sagst du, okay, packst du oder hast du gerade eher so eine Negativserie, wenn du vorhin schon von so einer Positivserie gesprochen hast? Ich muss zugeben, ich habe schon super lange kein Match-Tie-Break mehr gespielt. Also irgendwie entweder ich habe gewonnen in zwei Sätzen oder ich habe in zwei Sätzen verloren. Also kann mich gerade gar nicht richtig erinnern, weil ich den letzten Match-Tie-Break gespielt habe. Ja. Ach, auch nicht weiter schlimm. Dann gucken wir mal, beobachte ich mal, ob diese Saison vielleicht dann nochmal was kommt und dann werde ich dich nochmal fragen, wie du dich dabei gefühlt hast. Ja. Vielleicht verteufel ich dann den Match-Tie-Break nach dieser Saison. Vielleicht. Du hast gerade noch davon geredet, Aufstieg war eine der schönsten Erfahrungen und da ist mir noch so eine Frage in den Kopf geschossen. Aufstieg, gerade auf, sagen wir, wenn auf dem Niveau, wo du bist, wenn das einer Fußballmannschaft passieren würde, die würden, glaube ich, danach erstmal auf Malle fliegen und feiern. Wie ist denn das beim Tennis bei euch auf dem Niveau? Also geht ihr da auch in irgendeiner Form, sagen wir mal, anders feiern oder feiert ihr genauso wie jemand in der Bezirksliga? Also, oder ist das eine blöde Frage, aber die ist mir irgendwie gerade noch so in den Kopf gekommen. Also die Vereine, in denen ich war, wenn wir einen Aufstieg gefeiert haben oder auch einen Abschluss von der Saison, egal ob wir jetzt aufgestiegen oder abgestiegen sind, haben wir meistens immer wirklich so ein Abschlussessen, gemütliches gemacht. Damals, also als wir da aufgestiegen sind, war es ganz cool, die damalige Herrenmannschaft ist parallel auch aufgestiegen und dann haben wir schon so eine Feier bei uns im Vereinshaus gemacht und hat ein Buffet und auch den beiden Trainern haben wir dann so T-Shirts geschenkt, wo Meistercoach drauf stand. Also wir haben es schon gefeiert, aber wir sind nicht nach Malle geflogen. Ja, vielleicht kommt das irgendwann später nochmal oder so. Super. Ja, ich habe hier auf meiner Liste so ein paar Vereinswechsel hier quasi stehen. Also du, Gifhorn hast ja schon erwähnt, dass du da warst. Dann habe ich irgendwie mir aufgeschrieben, dass du auch mal in Wolfsburg warst und in Frankfurt und in Aschaffenburg und hoffe, dass das jetzt alles nicht falsch ist, was ich sage. Bevor du mir sagst, warum und wie, erstmal die Frage ist, sagen wir mal, so eine Wechselhistorie, sagen wir mal, für dein Niveau normal? Also haben das auch andere Leute von dir schon, also in der Umgebung genauso erlebt oder ist das eher eine untypische Wechselfrequenz, die du da in deinen jungen Jahren vorzuweisen hast? Ich glaube, wenn man auf einem hohen Niveau spielt, dann kommt es, glaube ich, schon öfter vor, dass man den Verein wechselt. Ich meine, je höher man spielt,
geht es ja auch irgendwann darum, dass Spielerinnen und Spieler ja auch Geld bekommen, zum Beispiel Bundesliga oder zweite Bundesliga, genau, weil sie es ja dann wirklich profimäßig betreiben. Und ja, also bei mir war es auch ein Teil, weil ich dann zum Studium weggegangen bin aus der Region. Ja, und ich bin zwar lange dann irgendwie dem Gifhorn, dem Verein noch verbunden geblieben und bin auch immer wieder, als ich mein Bachelorstudium gemacht habe, immer wieder zurückgefahren und habe immer noch gespielt, aber irgendwann wurden die Entfernungen so weit, dass ich das nicht mehr geschafft habe. Ja, vor allem, weil du auch nicht mit der Mannschaft trainieren konntest wahrscheinlich. Genau, ja, ich habe damals, also ich bin nach meinem Abitur nach Marburg gegangen, das liegt so in Mittelhessen, so eine Stunde von Kassel entfernt, und damals hat meine Schwester in der Nachbarstadt studiert, parallel, und das war eigentlich ganz cool, weil wir waren nur 20 Minuten voneinander entfernt und dann haben wir beide immer trainiert, das war irgendwie auch sehr schön. Das glaube ich. Also okay, dann erklären sich die Wechsel erstmal quasi durch den Wohnortwechsel, den du auch dann immer vollzogen hast. Wie ist es denn dann? Hast du dich dann einfach bei den Vereinen vorgestellt und gesagt, hier, du würdest gerne hier spielen? Oder wie findet man dann den richtigen Verein für sich selbst? Weil also ich würde halt wahrscheinlich einfach mal googeln und gucken, okay, welcher Verein hat denn da irgendwie was Nettes für mich als Hobbyspieler anzubieten? Aber du musst ja wahrscheinlich auch noch auf ein paar mehr Sachen achten, wenn du dir einen Verein suchst. Ja, was ich immer ganz gerne sage, die Tenniswelt ist irgendwie dann doch sehr klein und man kennt dann doch immer irgendwen über drei Ecken. Und ja, ich glaube zum Beispiel Aschaffenburg war dann zum Beispiel so, ich habe dann mein Masterstudium in Frankfurt gemacht und habe Training gegeben nebenbei, neben meinem Studium. Und es war auch eher so ein kleiner Dorfverein, wo ich Training gegeben habe, und der dort Cheftrainer war, der war auch Trainer in Aschaffenburg. Und ja, über den kam dann der Kontakt, und ich habe gesagt, ja, ich brauche einen neuen Verein und ich würde gern die Saison spielen, und dann, genau, kam ich dann über ihn nach Aschaffenburg. Und wie kam es jetzt zum ST Karl-Garching? Hat man dich da quasi auch abgeworben und überzeugt, dass das der aktuell beste Verein für dich ist? Oder gab es da auch wieder jemanden, der gesagt hat, hier, das wäre vielleicht ganz cool für dich, wenn du da spielst? Also da kam es eigentlich dazu, meine beste Freundin ist in den Verein gewechselt. Und ja, und ich habe mir dann über sie kam dann auch der Kontakt, und ich habe dann, wie gesagt, konnte dann auch mal mit den Mädels dort trainieren und fand die super nett. Und ja, und dann hat sie es angeboten und dann habe ich gesagt, ja, dann wechsle ich gerne zu euch. Ja, und mittlerweile, ich muss ja sagen, bei mir mittlerweile ist das Leistungsniveau natürlich auch nicht mehr so hoch durch Job und andere Umstände. Also Tennis nimmt da nicht mehr wie früher die Priorität Nummer 1 ein, und bin einfach froh, wenn ich spielen kann, wenn ich Spaß habe und einfach eine nette Mannschaft habe, mit denen ich trainieren kann. Das wäre nämlich jetzt so eine Frage bezüglich Priorität, weil ich habe das richtig recherchiert, auch dass du mal in der DTP-Rangliste drin warst, oder? Ja, genau. Und da wäre jetzt schon so hatte ich es im Kopf, hattest du mal so die Ambition, zumindest professionell oder so zumindest semi-professionell wirklich dann auch möglichst hoch zu spielen? Also war mal bei dir quasi so die Option da, das wirklich alles auf die Karte Tennis zu setzen? Nein, also da muss ich ganz ehrlich sein, auch ehrlich zu mir selbst, das war ich auch schon früher immer und meine Eltern auch. Ich kann gut spielen und habe auch hoch mitgespielt und alles, aber es hat nie gereicht, dass ich Profi werden kann. Und Schule und Studium hatte bei mir auch einfach eine höhere Priorität immer. Und von daher, ich habe auch, also klar, in meiner Jugendzeit, als ich so 14, 15 war, habe ich bei denen, das hieß damals TE-Turniere, also es waren schon so internationale Turniere, bei denen ich dabei war und habe mitgespielt. Aber als es dann in die Damenrichtung ging, bei ITFs habe ich dann nicht wirklich, vielleicht habe ich da mal mitgespielt, aber keinen großen Wurf gelandet, und ja, also es war nie ein Thema. Ja, verstehe. Also du hast dann für dich quasi, wie du es gesagt hast, die Prioritäten so und so gesetzt, und dann ist halt trotzdem wirklich aller Ehren wert, wo du aktuell noch beim Tennis irgendwie stehst und was du bisher erreicht hast. Und dann ist das ja auch okay so. Spielst du denn aktuell noch Turniere, oder sind das quasi aktuell nur für dich Punktspiele, die für dich relevant sind?
bei mir sind es nur Punktspiele. Also ich glaube, auch mein letztes Turnier ist bestimmt schon 2 Jahre her. Ich muss sagen, ich schaffe es einfach nicht mehr, das mit meiner Arbeit und auch mit meinem Privatleben so unter einen Hut zu bringen, weil die ganzen Damenturniere, die starten dann schon irgendwie Donnerstag oder freitags. Und da muss man sich halt einen Tag extra freinehmen. Und ja, das ist einfach schwer zu handeln. Ja, und dadurch, dass ich meine Punkte habe, bin ich super froh. Und dann kann ich halt auch immer noch was anderes machen am Wochenende. Ja, das ist auch okay. So, Punkte, das heißt, du, für dich ist auch quasi auch zu Blick in die Zukunft. Du möchtest jetzt quasi das Niveau halten, was du hast, und dann mal gucken, wie lange das noch so gut geht. Genau, also ich bin, wie gesagt, echt super, du hast ja am Anfang gesagt, viele machen irgendwie eine Pause, und ich bin irgendwie super froh und auch ein bisschen stolz, dass ich halt auch immer noch so viel Spaß habe am Tennissport und es immer noch weitermache. Von daher möchte ich mir auch diesen Spaß erhalten, und ja, mit Punktspielen und Training und mit Freunden spielen reicht mir vollkommen aus. Du bist auch eine, die immer Punktspiele sagt, oder? Ja. weil das hatten wir hier auch schon mal zum Thema, und du hast ja jetzt auch verschiedene Verbände schon erlebt. Hast du da für dich die Logik herausgefunden, wo man Punktspiele und wo man Mädenspiele sagt? Also was das für eine, also wer wo was sagt? Also hast du für dich da irgendwie, oder kannst du mir vielleicht den, ja, Hinweis geben, wie ich künftig mit Leuten in Interviews hier umgehen sollte, je nachdem, aus welchem Verband die kommen? Also ich kann ja auch keine Tipps richtig geben. Also ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, ich komme aus Niedersachsen, da heißt es halt Punktspiele, und auch im Rest von Norddeutschland, glaube ich. Und dann kam ich nach Hessen, und dann haben sie auf einmal von Mädenspielen gesprochen. Und ich dachte mir so, was sind denn jetzt Mädenspiele? Also ja, also bei mir ist Punktspiele drin, und ich weiß gar nicht, ob es regional, je südlicher man geht, ob man dann Mädenspiele sagt. Bei mir sind es die Punktspiele. Ich glaube, das könnte eine ganz gute Theorie sein, das mit dem Süden. Also ich komme ja aus Brandenburg, und da hat man halt Punktspiele gesagt. Und wie ist es bei dir jetzt hier in Bayern? Sagt man da auch Mädenspiele? Ich glaube, die sagen auch Mädenspiele, ja. Super, dann könnte das vielleicht so eine Nord-Süd-Geschichte sein. Ich dachte, es wäre so eine Ost-West-Geschichte. Aber wenn du sagst, dass man in Niedersachsen auch Punktspiele sagt, dann habe ich dann weiteren Punkt geklärt, dass man es da auch so sagt. Wie ich es eigentlich auch besser finde. Mädenspiele versteht halt kein Mensch. Ja, also Punktspiele ist ja völlig klar, um was es geht, ne? Genau, um Punkte. Ja, dann aber trotzdem, also bei den Punktspielen, ich habe auch dann mal, ja, ich fühle mich fast ein bisschen creepy, wenn ich erzähle, was ich ja alles von dir herausgefunden habe, aber ich habe mir natürlich bei mir auch genauer angeschaut, gegen wen du auch schon mal gespielt hast, und habe doch mal gesehen, du hast auch teilweise Prominenz irgendwie als Gegner auf dem gegnerischen Platz gehabt. Ich habe irgendwie gefunden, dass du einmal gegen Carina Witthöft im Doppel antreten musstest 2013. Und Einzel sogar auch. Einzel auch, okay, siehst du, das habe ich sogar übersehen, und auch gegen Katharina Siskov war, die mal früher Profi war, durftest du auch vor 3 Jahren mal spielen im Einzel. Und also A, ist dir das bewusst, wenn du auf den Platz gehst, wer da irgendwie teilweise auf der anderen Seite steht, also dass du mal da wirklich auf, sagen wir mal, Prominenz in Anführungsstrichen triffst? Und B, was für einen Einfluss hat das denn auf dich? Also du hast ja schon erzählt, du bist am Anfang immer recht nervös. Reicht dann die Nervosität statt dann 3 Spiele schon für den ganzen ersten Satz? Also wie geht's dir denn damit? Und ja, wie ist das für dich, wenn sowas mal auftritt? Also ja, es ist mir schon bewusst, gegen wen ich dann da spiele. Bei Carina Witthöft kann ich mich auch gut dran erinnern, habe ich ganz schön eine Klatsche bekommen im Einzel. genau, da haben wir nämlich mit meinem Gifhorner Verein gegen den Club an der Alster, ist das heißt der Verein in Hamburg, gegen ihren Verein haben wir da gespielt. Das war, glaube ich, das letzte Punktspiel in der Wintersaison. Und ich habe eigentlich an 3 oder an 4 eigentlich die ganze Saison gespielt, aber wegen Krankheit, Verletzung, wie auch immer, kam es dann dazu, dass ich an 1 spielen musste. Und ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass Carina spielen wird, weil sie damals ja auch schon ziemlich hoch in der WTA stand. Ja, und dann kamen wir da hin, und dann habe ich sie gesehen und dachte, na klasse, das wird ja heute schnell gehen. Ich glaube, es hat auch nur eine Dreiviertelstunde gedauert. Aber es war trotzdem cool. Also es hat Spaß gemacht. Also sie hat mich, wie gesagt, wirklich vom Platz geschossen. Also super gut gespielt. Und aber da ist es halt witzig, wenn ich vorhin erzählt habe, ich bin immer so nervös, aber wenn ich dann gegen solche Leute spiele, dann freue ich mich richtig und spiele dann auch immer eigentlich, wenn ich das so sagen kann, auch nicht schlecht. Also ich spiele eigentlich immer ganz gutes Tennis, auch wenn es vom Ergebnis her nicht so aussieht. Aber es motiviert einen dann irgendwie, wenn man sich so denkt, so ist doch mal mega cool, jetzt gegen jemand so guten zu spielen. Dann will man doch auch irgendwie alles zeigen, was man kann.
Gibt es dann auch Leute, die das auch sich anschauen? Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer man hat so in der Regionalliga. Also ja, meistens sind wirklich die Betreuer, die Eltern oder Freunde oder Partner sind dann da vor Ort und dann vielleicht noch so ein paar Zuschauer aus dem Verein. Also ja, also sind jetzt nicht mega viel. Ich würde mal sagen, so Winter sind dann eh weniger, weil man im Winter ja mal so doof durch die Scheibe der Tennishalle gucken kann. Im Sommer sind es mehr, aber ich würde mal so sagen, zwischen 30 und 60 Leute so. Okay, also ein bisschen mehr als bei den, sagen wir mal, den Mädenspielen, wo ich mich irgendwie rumtreiben muss. Und aber es gibt zumindest ein paar, die dann schauen, dann auch gesehen haben, wie du gegen Carina gespielt hast. Ja, also es waren, wir waren zu Gast, also es war in Hamburg. Waren jetzt nicht so viele. Also wir waren halt als Team und unser Betreuer und unser Trainer war dabei. Dann haben es die Hamburger Fans gesehen und haben dann natürlich auch ihre Spielerin gewinnen gesehen. Ja, hast du sonst noch irgendwelche Anekdoten von Leuten, die man kennen könnte, die du irgendwie erzählen kannst? Oder ist das so eines der, sagen wir mal, Highlights gewesen von deinen Niederlagen, die du gegen ja, Profis einkassieren musstest? Welche Anekdote ich noch hätte, da habe ich jetzt nie, oder ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob ich gegen die beiden gespielt habe, aber wie gesagt, ich war im Bezirkskadertraining und dann ein, zwei Jahre lang waren die beiden Bliskova-Schwestern auch im Bezirk Braunschweig. Da haben die nämlich eine Zeit lang in Deutschland gelebt und hatten dann mit uns Training und sind dann aber wieder irgendwann zurückgegangen nach Tschechien. Und dann ja, ein paar Jahre später sind ja dann beide, Christina und Carolina Bliskova, in die Top 100 vorgestoßen. Und es war dann irgendwie ganz cool, sozusagen, hey, mit denen hatte ich, als ich 12, 13 war, mal Training. Also die kennt man noch. Das ist irgendwie ganz witzig, wie dann so die verschiedenen Tenniswege gehen. Genau. Hast du doch mal so Tenniswege mitbekommen, auch so von Leuten, die quasi bei dir ja, im Bezirkstraining mit waren, die dann, sagen wir, immer noch spielen, aber wo du überrascht bist, wie, sag mal, wie schlecht die sind, weil ich kenne das auch, dass ich natürlich auch manchmal so gucke, okay, als ich damals in der Jugend gespielt habe, was ist eigentlich aus den Leuten geworden, gegen die ich damals gespielt habe? Und bei manchen ist man echt krass überrascht. Gibt es bei dir auch quasi so, sagen wir mal, negative Überraschungen von Leuten, wo du denkst, schade, die aus denen hätte irgendwie mehr werden können oder die sind jetzt irgendwie, weiß nicht, nur in der Bezirksklasse Damen 30, die sie jetzt spielen? Oder so. Also hast du sowas auch irgendwie? Das vielleicht nicht direkt, aber bei manchen hat man es dann halt so mitbekommen, dass sie in der Jugendzeit sehr gut waren, also irgendwie U12, U14 und dann leider einfach aufgehört haben mit Tennis, weil sie die Lust verloren haben oder Verletzungen immer wieder dazwischen kamen oder sie einen anderen Sport angefangen haben. Das habe ich öfter mal mitbekommen, was ja dann irgendwie immer ganz schade ist. Wenn die Leute, mit denen man ja sozusagen aufgewachsen ist, auch wenn man sie täglich nicht gesehen hat, aber immer bei Turnieren oder Punktspielen getroffen hat, wenn die dann irgendwie mit dem Sport aufgehört haben, und man sie dann irgendwie nicht mehr sieht, das habe ich so mitbekommen, dass das öfter mal passiert. Ja, ich hatte auch bei mir im Tennisverein in der Jugend einen, der war auch unglaublich talentiert. Also jetzt zumindest für den, ja, für den Verband Berlin-Brandenburg und zwar in Brandenburg, also nicht, wo im Moment die Leistungsdichte so groß ist. Aber der war wirklich, der konnte sich also recht selbst auch gut Sachen irgendwie beibringen und erklären, wie man irgendwie ja, gewisse Schläge zu tun hat und so weiter. Und der hat halt auch irgendwann aufgehört. Und bei dem hätte ich mir, glaube ich, auch gewünscht, dass der einfach weitergemacht hätte, weil der war, glaube ich, hätte, glaube ich, ein echt gutes Niveau erreichen können. Und ich befürchte fast bei dem, dass der so ein Grundtalent hat, wenn der heute gegen mich mal wieder auf den Platz gehen würde, würde der wahrscheinlich immer noch gewinnen, nachdem er sich irgendwie nach einem halben Satz dann irgendwie wieder reingespielt hat in das, ja, in den Sport. Also da bin ich fast von überzeugt, dass er das hinbekommen würde. Ja, aber solche Geschichten gibt es ja dann zum Beispiel auch. Also, das ist dann, würde ich auch nochmal was Positives sagen. Eben, da habe ich gesagt, es haben viele aufgehört, aber von denen, die auch aufgehört haben, gab es dann auch wieder welche, die natürlich dann nach ein paar Jahren dann wieder angefangen haben und dann auch wirklich auch wieder ein hohes Niveau erreicht haben, weil, wie du sagst, so ein krasses Grundtalent vorhanden ist, dass sie halt das irgendwie schnell wieder kompensieren konnten, diese Pause. Ja, diese Pausen werden hier immer wieder Thema sein und sind auch schon mal wieder Thema gewesen. Und ich bin gespannt, was da noch alles so kommt und wann ich hier noch mehr Leute aus den 90ern bekomme, weil das ist, glaube ich, gerade wirklich so diese, ja, sagen wir mal, deine Generation. Ich meine, gut, ich bin jetzt 4 Jahre älter als du, ich bin jetzt irgendwie nicht weit weg von dir, aber da ist es halt tatsächlich, glaube ich, echt so, dass es ganz oft die Phase, wo Leute dann irgendwie nach dem, ja, nach dem Studium oder im Studium halt irgendwie Pause machen. Und dann danach merken, irgendwie wäre doch wieder geil anzufangen. Und dann merkt man erst mal, wie geil das halt wirklich eigentlich war, dieser Sport, weil Tennis ist schon der beste Sport, den es gibt.
Ja, finde ich auch. Also, wie gesagt, ich bin, seit ich 5 Jahre alt bin, dabei, und es gab auch nie Konkurrenz. Ja, und du warst sogar so intensiv dabei, dass du ein Highschool-Jahr in den USA damals verbracht hast und da auch recht intensiv Tennis gespielt hast, oder? Genau, also genau, es war in der 11. Klasse. Ich bin gar nicht damals wegen Tennis dorthin gegangen. Ich glaube, das macht man ja auch eigentlich heutzutage eher im College, also wenn man zum Studieren geht nach dem Abitur. Ich bin damals in der 11. Klasse gegangen, ja, weil ich einfach Lust hatte, mein Englisch zu verbessern und ja, Fernweh hatte und einfach mal ein anderes Land und andere Kultur kennenzulernen. Genau, und dann bin ich damals, es lief über so eine Organisation, über die ich da vermittelt wurde, das Auslandsjahr, und dann bin ich in den USA gelandet, in Mississippi. Genau. Konnte man da irgendwie den Wunsch angeben, wo man gerne hin wollte? Nee, man konnte einen Wunsch angeben, aber wir haben es, glaube ich, nicht gemacht. Aber ich habe mit angegeben, dass ich halt sportlich sehr aktiv bin und dass ich Tennis spiele. Und ich habe dann auch nachher, also im Nachhinein, als ich dann dort war, hat mir dann auch der Tenniscoach von der Schule dann auch gesagt, ja, sie haben immer gezielt geguckt, ob da Tennisspieler und Spielerinnen dabei sind von diesen also von diesen Austauschschülerinnen. Genau, und dann hatten sie es halt bei mir gesehen, dass ich Tennis spiele, und von daher haben sie gesagt, ja, die hätten wir gerne. Aber du warst auch quasi klassisch in so einer Gastfamilie untergebracht. Genau, ich war in zwei Gastfamilien. Die erste Gastfamilie, das war eine Familie mit 3 Kindern. Da war ich aber nicht so lange, das hat nämlich nicht so gut funktioniert zwischen uns, weil gar nicht so, dass die irgendwie gemein oder sowas zu mir waren. Einfach dadurch, dass sie ja 3 Kinder hatten und mit mir noch ein viertes, hatten die einfach nicht so viel Zeit. Und sie waren, glaube ich, dann einfach ein bisschen überfordert. Und dann bin ich zu einer zweiten Gastfamilie gewechselt, die in der Vergangenheit schon mehrere Austauschschülerinnen auch aus Deutschland hatten. Und bei denen war es wunderbar, mit denen bin ich auch immer noch in Kontakt. Und ja, die waren super lieb. Und haben mich auch immer zu allen Tennismatches gefahren. Genau. Und haben mich da unterstützt. Aber die haben selbst kein Tennis gespielt. Die haben selbst kein Tennis gespielt, aber die haben gerne zugeschaut. Ja, Tennis kann ja auch ein sehr fesselnder Sport zum Zuschauen sein. So ist es ja nicht. Ja. Gut, du hast dann halt also dort ja dann in der Schule quasi dann irgendwie spezielles, also wie läuft das ab genau? Also wie läuft eigentlich Tennis in den USA ab? Weil ich vermute oder unterstelle einfach mal die These jetzt, es gibt da keine klassischen Vereine wie bei uns. Das ist richtig. Also da in dem Ort, wo ich war, der hieß Brandon. Das war ein Vorort, oder es ist ein Vorort von der Hauptstadt Jackson in Mississippi. Und da gibt es so diese klassischen, wie man es kennt, diese Country Clubs überall. Da gibt es dann immer Golf und auch Tennis, und meistens gab es dann auch so ein Pool daneben. Aber das ist zwar ein Club gewesen, aber du konntest da zwar hingehen und Tennis spielen, aber da gab es jetzt keine Liga wie bei uns, dass die Vereine gegeneinander gespielt haben. Damals lief es so ab, ich weiß ja auch nicht, ob es sich mittlerweile geändert hat, aber ich glaube nicht. Also als ich dort war, war es so, dass es halt von meiner Highschool gab es ein Tennisteam, so wie es auch ein Footballteam, ein Fußballteam, ein Softball, Baseball, also für jede Sportart gab es ein Team, ein Schwimmteam gab es auch. Und dann konnte man sich dann quasi dafür als Schüler sich da bewerben. Dann gab es eine Auswahl und dann wurde man aufgenommen in das Team. Und als ich dorthin kam, war es so, dass die Tennissaison in Mississippi erst im Januar losging, und ich bin aber schon im September dorthin gekommen, weil da das Schuljahr begann. Und dann habe ich erstmal von September bis Dezember kaum Tennis gespielt, sondern war in einem anderen Sportteam, im Cross-Country-Team. Das ist, da mussten wir immer 3 Meilen über Stock und Stein laufen. Da habe ich gedacht, ach, Laufen finde ich auch ganz gut, da bin ich im Cross-Country-Team. Und dann genau im Januar ging dann das Tennistraining los. Das war dann wie eine normale Schulstunde. Also ich hatte dann auf meinem Stundenplan, hatte ich dann Tennis täglich auf dem Plan. Und da hatten wir dann Tennistraining im wie beschriebenen nahegelegenen Country Club. Und die Mannschaft ist auch ganz anders aufgebaut als hier in Deutschland bei unseren klassischen Punktspielen, sondern es ist eine gemischte Mannschaft. Trittst dann als Schulmannschaft an, und das sind dann Jungs und Mädchen. Und dann ist es so, dass bei Jungs und Mädchen gibt es jeweils einen Spieler und eine Spielerin, die Doppel spielt, die Einzel spielt, Entschuldigung, die Einzel spielt. Dann gibt es ein Jungs-Doppel und ein Mädchen-Doppel. Und dann gibt es noch ein gemischtes Doppel.
Und so tritt man dann an. Also es ist nicht so wie bei uns, dass man 6 Einzel und dann 3 Doppel spielt. Also so lief das nicht. Das ist quasi auch mehr, ich würde sagen, die Schule in den Vordergrund gestellt, dass du quasi da ein Team von deinen Schülerinnen und Schülern zusammenstellen musst und dann quasi die Schulen untereinander sich vergleichen und dann nicht nochmal irgendwie unterschieden wird nach Geschlecht oder Altersklasse. Genau, also ich fand es eigentlich ganz cool, dass das so ein gemischtes Team war. Und dann hatten wir einmal die Woche oder zweimal die Woche hatten wir dann auch ein Spiel gegen andere Schulen. Das war dann schon so vergleichbar, dass wir so eine Liga gespielt haben. Und dann konnte man sich kommt drauf an, wie viel du halt gewonnen hast, und dann konnte man sich am Ende dann für die State Championships halt qualifizieren, die dann immer am Ende des Schuljahres ausgetragen wurden. Und die State Championship war dann quasi auch, dass die ganze Schule sich qualifiziert hat? Genau, also es hat dann sich die Schule qualifiziert und dann, aber bei den State Championships war es dann so, dass man dann in den einzelnen Konkurrenzen gespielt hat. Also bei mir war es so, ich habe das Doppel gespielt, also ich habe kein Einzel gespielt, weil damals war es so, es gab eine Einzelspielerin, also eine andere Schülerin, die hatte ihr Senior Year, also damals ihr letztes Jahr, und dann hieß es halt, naja, wir wollen ihr den Einzelplatz, den sie schon die Jahre davor inne hatte, nicht wegnehmen in ihrem letzten Highschool-Jahr. Und dann habe ich gesagt, ja, alles in Ordnung, kann ich gut verstehen, ich spiele auch super gerne Doppel. Und dann war ich halt das Doppelteam mit einer anderen Spielerin und dann hatten wir uns für die State Championships qualifiziert. Und dann habe ich mit ihr also dann dort ein reines Doppelturnier gespielt. Genau, also da war es dann wirklich so K.O.-System, hat man sich von Runde zu Runde weitergespielt. Wie groß war das Teilnehmerfeld dort? Oh, das ist schon länger her, ich musste überlegen. Ich glaube, wir hatten so 4 oder 5 Spiele bis zum Finale. Also doch recht umfangreich. Und ja, wie läuft das da ab? Also erzähl mal so ein bisschen, wie diese State-Meisterschaft dann irgendwie da durchgezogen wird. Also ist man da irgendwie auch länger, wie lange ist man weg? Also es war dann auch dadurch, dass wir in der Nähe von der Hauptstadt von Jackson gewohnt haben, war die State-Meisterschaften auch in Jackson. Also von daher konnten wir immer, es war dann nur eine Autofahrt von 20 Minuten für uns. Also es war dann nicht so schlimm, mussten nicht so weit reisen. Wenn ich mich richtig erinnere, das war ganz normale Turnierform. Ich glaube, es ging über 3 Tage hinweg. Und genau, dann hat man irgendwie am Tag 1 oder 2 Spiele gehabt. Ja. Also es war ganz normale Turnierform und wenn du halt verloren hast, dann warst du halt leider raus, weil es dann ein K.O.-System war. Okay, also kein Doppel-K.O., sondern man war dann sofort raus. Und ja, wie lief es denn für euch? Es lief mega gut. Wir sind ins Finale gekommen und haben dann gegen ein Doppelteam gespielt, gegen die wir bei einem Vorbereitungsturnier, das so 1 oder 2 Wochen davor war, noch verloren haben. Und da haben wir uns mega geärgert und dann meine Partnerin und ich haben uns dann geschworen, wenn wir gegen die bei den State-Meisterschaften spielen, da werden wir auf jeden Fall gewinnen. Und so kam es dann auch. Wir haben dann gewonnen und sind dann auch State-Champions geworden im Doppel. Ich meine, die Amerikaner sind ja echt sportverrückt und so ein Titel ist da, glaube ich, was echt irgendwie Großartiges. Ich meine, deine Gasteltern, die werden doch dann auch als Fans von dir auch ultra stolz und sowas gewesen sein und dich groß gefeiert haben, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also ich glaube, die haben das wirklich, wie du gerade beschreibst, also die sind so sportfanatisch und ich glaube, es ist da ja auch, also wenn ich dann mal so erzählt habe, ja, ich bin State Champion geworden oder ja, wir haben jetzt gewonnen am Wochenende. Für mich war das gar nicht so ein großes Ding. Ich dachte eher so, naja, es ist halt wie jedes andere Turnier, haben wir halt gewonnen, ganz cool. Hab mich dann so für mich gefreut. Aber für die Amerikaner ist es halt echt eine große Sache, egal in welcher Sportart, in der du, glaube ich, State Champion wirst, hängen davon manchmal auch, glaube ich, Sportstipendium fürs College und sowas ab. Von daher hat sich meine Schule sehr gefreut, dass wir gewonnen haben. Und auch meine Gasteltern waren dann auch super stolz und haben sich sehr für mich gefreut, auch wenn sie eigentlich nicht so viel Ahnung von Tennis hatten. Aber die waren dabei beim Finale. Sie waren dabei, sie haben mich angefeuert, genau. Die waren da echt, also wie gesagt, die waren da immer super unterstützend da und haben da immer alles brav mitgemacht. Und was für einen Preis gibt es da? Gibt es da einen riesen Pokal für euch oder für die Schule? Also hast du auch noch irgendwie ein Erinnerungsstück quasi bei dir zu Hause rumstehen, theoretisch? Es gibt eine Medaille, was ich irgendwie ganz schön finde. Es gab eine Medaille, die habe ich auch noch. Die hängt hier auch irgendwo bei uns in der Wohnung, weil sie auch so ein schönes Erinnerungsstück für mich ist. Nicht nur, dass ich dieses Turnier gewonnen habe im Doppel, sondern einfach an mein Auslandsjahr dort. Es ist eine schöne Erinnerung und es ist sie sieht sehr unscheinbar aus. Es ist eine kleine Medaille, so bronzefarben.
Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass das so unaufgeregt und klassisch gehalten ist und man nicht irgendwie so einen riesen Pokal hat, der irgendwie da vielleicht noch ein bisschen trashy aussieht, sondern ja, es ist eine schöne, kleine, feine Medaille. Aber diesen Pokal, den gab es nicht irgendwie noch für die, ja, für die Schule, für die Vitrine der Trophäen? Nee, das gab's nicht. Weil das ist irgendwie das Klischee, was ich im Kopf habe von dem, was dann noch an Preisen vergeben werden muss. Stimmt, nee, das gab's nicht. Ich glaube, es gab eine Urkunde und unsere Schule hat dann Banner aufgehängt. Ja, das kann ja nicht klein gefeiert werden. Also ich überlege, hast du jemals anders, sagen wir mal, so viel Wertschätzung irgendwie von draußen herangetragen bekommen für einen Erfolg? Oder war das schon so das, wo du gemerkt hast, okay, hier wird echt ist auch so kulturell ganz anders aufgefallen, als man das vielleicht in Deutschland kennt, wenn du, weiß nicht, wenn du Corinna Witthoff besiegt hättest in der Regionalliga? Ja, also das in Amerika, das war schon ein anderes Ding. Also auch bei dem Cross-Country-Team, also bei dem Laufteam, bei dem ich auch war, da konnten wir uns auch irgendwie für die State-Meisterschaften qualifizieren. Aber da habe ich auf jeden Fall, bin ich da unter ferner Liefen mitgelaufen. Aber da war das auch ein Riesen-Event. Also man hat es schon mitbekommen, das ist schon super wichtig und es wird da groß gefeiert. Und wie gesagt, ich glaube, es hängt auch von diesen sportlichen Erfolgen hängt auch viel ab, weil Sportstipendien dabei rausspringen können und es den Leuten dann für ihre Zukunft sehr wichtig ist. Ja, aber für dich war es anscheinend keine Option, nochmal irgendwie in den USA zu studieren oder dich länger dort aufzuhalten, oder bist du nochmal für länger als vielleicht ein paar Wochen nochmal drüben gewesen? Also ich habe dann, also für mich war es dann irgendwie kein Thema, dass ich dann irgendwie nach meinem Abitur fürs College irgendwie 4 Jahre hingehe, weil dadurch, dass ich ein Jahr in der 11. Klasse da war, war ich irgendwie, ich hatte irgendwie so meine Erfahrung und war ein Jahr da und war dann wieder froh, wieder auch zu Hause zu sein. Und dann in meinem Masterstudium habe ich aber auch wieder dieses Fernweh gespürt oder habe gedacht, ich will gern nochmal woanders hingehen. Ich hätte damals gerne, wäre ich irgendwie gern nach Italien gegangen mit Erasmus, mit dem Programm. Aber das ging leider nicht mit meinem Studiengang. Und da an der Uni Frankfurt, an der ich studiert habe, gibt es extra so ein Büro für Auslandsstudium und die haben mich da sehr gut beraten und über die bin ich auch wieder nach Amerika gegangen, diesmal nach Wisconsin, also in den Norden. Witzigerweise lag die Stadt, in der ich war, auch wieder am Mississippi, also irgendwie ist Mississippi irgendwie doch noch da geblieben, also treu geblieben. Genau, und da war ich da ein Semester, das war 4 Monate, das war September bis Dezember, war ich da am College, ging es auch wieder primär um Studium. Und als ich dort war, bin ich auch einfach zum Tennis-Coach hingegangen und meinte so, hi, ich bin jetzt hier 4 Monate, darf ich bei euch mittrainieren? Und dadurch, dass das da so ein kleines College war und die Mannschaft auch nicht super hoch gespielt hat, waren die super nett und haben gesagt, ja klar, kannst du bei uns mittrainieren. Und Spiele konnte ich leider nicht mitmachen. Das ging leider nicht, weil es da so bestimmte Vorschriften in Amerika gibt. Aber ich konnte mit denen mittrainieren und es war ganz cool, weil dadurch habe ich gleich Anschluss gefunden und hatte dann gefühlt 10 neue Freunde direkt. Ja, Sport verbindet, das ist wohl so. Genau. Gibt es denn sonst Unterschiede, die du irgendwie noch festhalten willst beim Tennis zwischen USA und Deutschland, die man irgendwie noch unbedingt erwähnen muss? Auf dem Platz oder neben dem Platz oder? Also eigentlich die Leute, die ich dort kennengelernt habe und mit denen ich gespielt habe, die waren auch alle, die haben den Tennissport geliebt und es war eine coole Atmosphäre auch mit den Teams, die ich dort hatte. Da hatte ich, glaube ich, auch echt Glück. Was ich sagen musste, also als ich dann in meinem Masterstudium, als ich dann in Wisconsin war, wir haben auf so Betonplätzen trainiert. Also nicht mal so Hardcore, sondern es waren echt steinharte Betonplätze. Und nach dem ersten Training haben mir alle Gelenke wehgetan und ich musste mich da richtig dran gewöhnen. Und dachte mir, okay, das ist schon ein Unterschied zu unseren Hallenplätzen und auch zu unseren Sandplätzen, wenn man nur auf solchen Betonplätzen trainiert. Ist das in den USA so eine Kostenfrage oder warum macht man das? Das weiß ich gar nicht so genau. Also die Plätze da an der Uni, die waren schon ziemlich runtergekommen. Ich glaube mittlerweile, also als ich da war, war so ein neues Sport und unter anderem auch Tennisplätze waren in Planung, dass sie die bauen. Ich glaube, die sind auch mittlerweile gebaut. Aber ja, ich glaube, weiß ich nicht, vor Jahren wurden diese Betonplätze mal gebaut und das war's dann. Irgendwie sind ja Sandplätze in den USA nicht wirklich verbreitet. Das ist richtig, da ist ja auch am Hardcourt auch immer eher das Ding, auf dem gespielt wird. Genau.
Dann würde ich sagen, gehen wir zu entweder oder über. Also der Modus ist einfach, ich habe 5 entweder oder Fragen, die du mir halt beantworten darfst, musst, kannst. Also, und vielleicht müssen wir dazu ein bisschen noch was erläutern, wenn wir noch Gesprächsbedarf zur Antwort haben. Okay. Super, dann fangen wir an. Die erste Frage. Mit Alice aus Folge 10, Doppel oder gegen Alice Einzel? Doppel mit Alice. Okay, das habe ich fast gedacht, das wäre jetzt... Natürlich, ich spiele sehr gerne Doppel und dann möchte ich auch mal gerne mit Alice spielen. Okay, jetzt habe ich hier, die Frage ist glaube ich schon im Outdated, aber ich frage sie trotzdem, LK-Turnier oder Ranglistenturnier? Gerade gar kein Turnier, aber ich würde gerne, wenn ich mal wieder gerne eins spielen würde, dann glaube ich ein LK-Turnier, weil ich den Modus ganz cool finde, dass man irgendwie an einem Tag weiß, dass ich, also am Samstag oder Sonntag weiß ich, dass ich 2 Spieler auf jeden Fall habe. Ja, der Modus hat tatsächlich was. Also der ist wirklich ganz praktisch und du hast halt auch die Chance, gegen jemanden anzutreten, der besser und schlechter ist und da kommt auch was dabei rum. Also gut, notiert. Nächste Frage, die ist eigentlich auch schon vorhin beantwortet worden, aber natürlich stelle ich sie trotzdem. Schnell 0-3 hinten oder 3-0 vorne? Um meine Nerven zu kontrollieren, schnell 3-0 vorne. Es hat geklingelt, musst du irgendwo rangehen? Mein Freund ist gegangen. Okay, super. Training oder Spielen? Beides. Das ist auch erlaubt. Muss ich mich entscheiden. Okay, dann nehme ich beides. Ist das dann stimmungsabhängig oder brauchst du einfach da so einen gesunden Mix? Also wenn ich jetzt sage, hier kommt, du kannst eine Saison nur Training machen, wäre das okay oder? Ich glaube, es wird dann irgendwann ein bisschen fad. Also ich trainiere voll gerne und ich spiele gerne mit meinen Mannschaftskollegen und meinen Freunden. Aber klar, man braucht irgendwie trotzdem noch immer diesen Wettkampfmodus. Und Punktspieler an sich haben ja auch irgendwie was Cooles, diese Atmosphäre. Man weiß, ich spiele jetzt heute ein Einzel und dann spiele ich ein Doppel und im besten Fall sitzt man nachher noch zusammen und isst was und trinkt. Also, ja. Na gut, dann die letzte Frage, die ich bisher nur dir stellen kann. Regionalliga, kleines oder großes Tennis? Ob die Regionalliga großes Tennis ist? Ja, also ich meine, das war die höchste Liga, die ich gespielt habe. Also für mich war das große Tennis. Für andere vielleicht nicht. Nee, ich glaube auch. Ich würde auch sagen, das ist das große Tennis. Das wäre wahrscheinlich meine Antwort, denn das ist schon in einer Dimension, die ich habe hier angekündigt, die wir bisher hier noch nicht hatten. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich dich dafür hier hatte, die mir da einige Sachen erklären konnte und zeigen konnte, ja, wie es so ist in den, ja, in diesen Gefilden der Leistungsklassen, weil es noch nicht so viele einstellige Leute hier waren. Und hoffe, du hattest auch Spaß. Es gibt noch eine Möglichkeit, jetzt irgendwie dem großen, kleinen Tennispublikum irgendwas zu sagen, was du schon immer mal loswerden wolltest in einem Podcast. Ja, also ich würde mich erst einmal bedanken, dass ich Gast sein durfte. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Musste viel über meine Vergangenheit mal nachdenken, was alles so passiert ist. Ja, und ich glaube, so meine Message an die Zuhörer und Zuhörerinnen, habt einfach Spaß, spielt weiter Tennis und genau, es ist einfach ein schöner Sport. Das sind doch sehr, sehr schöne Wörter, die ich nicht mehr zu ergänzen brauche. Ich kann dann auch nur Danke sagen, dass du da warst. Danke an alle, die zugehört haben und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Susanne. Auf Wiedersehen, ciao. Das war Kleines Tennis.